Also entweder es wird ein Nachtrag oder ich bringe es heute noch in die Sendungen rein, mal gucken. Aber ich bin beim Reimerstand genau 1,5 Meter weit gekommen und dann nochmal aufgehalten worden von einem ganz lieben Herrn. Der hat auch einen Namen draufstehen, das ist der Dietmar. Ich bin der Camper Tobi. Servus, grüß dich Gott, Dietmar. Ich tue es alle, bin ganz frech. Alles gut. Aber YouTube-Style ist so. Da sagt man auch nicht mehr hier, wir machen eigentlich kein Handshake mehr, sondern wir machen nur noch einen Bang. Bang. Furchtbar, ja? Ich 50 Jahre muss sowas noch lernen. Ich bin 65 noch. Super, oder? Aber ich bin schon Senior-YouTuber, sagt man zu mir. Also, Messeneuheit und zwar, Leute, es geht um Einbruchschutz. Und jeder hat Angst, vor allem in dieser Zeit. Man weiß nie, wo, was, wann zum nächsten Mal passiert. Die Hersteller versuchen, ihre Autos und Fenster natürlich sicher zu machen, aber man kann schon immer noch gut was machen dran und tunen. Und deswegen hat er gesagt, das könnte für den Zuschauer interessant sein. Ich habe mich dafür entschieden, das auch jetzt näher anzugucken. Du zeigst uns mal, um was es geht. Ich habe das Mikro hier am Hals, also so ein bisschen Lautstärke schadet gar nichts. Du kannst mich auch gerne übertönen. Also hier machen wir ein Standard-Rahmenfenster von Dometic auf. Mhm. Ich habe hier also ein Edelstahlprofil. Okay, super. Das wird von unten auf die Scheibe aufgesteckt. Ja. Und der Vorteil bei dem neuen System ist, es wird nur noch gesteckt, es wird nichts mehr geschraubt und okay. So fort. Ja. Ich habe ein spezielles Silikonprofil und damit wird das Fenster, die Edelstahlschienen auf das Fenster aufgeklemmt. Ja, ja, ja. Okay, ich mache also verstehe. Am Fenster selber keinerlei Veränderung. Das versteht jetzt jeder, super. Ja. Und dann mache ich, das ist im Prinzip dasselbe System, verschiedene Fenstertypen. Okay. Ich habe hier einen Winkel, der greift hinter den Fensterrahmen und damit wird das Fenster gesichert, das ist also nicht mehr einfach aufzubauen. Wir gehen mal von der anderen Seite. Genau, da gucken wir von der anderen Seite rein. Ich folge dem Dietmar. Schön genug ist er für die Kamera, aber das ist bei mir einfach immer produktbezogen. Ich sag das zu allen Männern. Ja. Aber nicht, dass sie meinen. Ja, also, das ist immer, Tobi ist da ganz unabhängig. Fenster. Ich habe den Winkel. Super. Kann ich das Fenster aufmachen, wenn ich das Fenster zumache. Stark. Mache ich den Winkel drauf und das Fenster ist gesichert. Das ist jetzt vom Handling so easy, dass man das eigentlich immer dran lassen kann und auch mal schnell abnimmt. Richtig. Und wenn ich das Fenster aufmache, empfehle ich, den Winkel zu nehmen. Aha, genau. Andersrum brauchst du dann. Dann hat man den nicht irgendwo rumliegen oder sowas, sondern er ist da gesichert. Ist gleich da. Perfekt. Denn wenn ich erst das Fenster zumache und habe den Winkel irgendwo liegen, dann mache ich den Winkel später. Richtig, dran, genau. Und wann ist später? Ich bin ja seit 3 Jahren Dauercamper. Das noch dazu. Ich teste die Autos mittlerweile. Ich kenne dieses tagtägliche Problem, dass du immer rundum natürlich versuchst, deinen besten Schutz zu erzielen. Ja? Und das hilft wirklich. Und ich habe durch diese Winkelmöglichkeit. Ja. Dass ich die Fenster auch in gesichertem Zustand. Ja. Alles klar, ist richtig. So. Ich kann also das Fenster in Lüftungsstellung machen. In die Lüftstellung machen, genau, Lüftungsstellung. Und dann ist trotzdem mit dem Winkel sicher, dass es nach wie vor gesichert absolut, ist. Absolut, absolut. Da tut man sich schon mal ein Eck schwerer. Das hilft auf jeden Fall und verlängert die Zeit, bis jemand da reinkommt. Ja, natürlich. Super, super Idee. Danke fürs Aufhalten, weil das war wirklich sehenswert. Und wie gesagt, von diesen Ausstellfenstern gibt es auch noch entsprechende Sicherungen für Schiebefenster. Okay, Schiebefenster auch noch. Da müssen wir wieder da gehen wir rum, da gehen wir rum, da gehen wir nochmal rum. Die Schiebefenster nehmen wir noch mit. Einmal Aussicht, Fenster mit Aussicht. Da gibt es also eine passend für jede Fenstergröße entsprechende Schiene. Die wird einfach aufgesteckt, wird dazwischen geklemmt und dann kann ich mit einem so einem Spannschloss die festklemmen und das Fenster kann nicht mehr. Ja, eigentlich ganz easy, gell? Ich habe bei vielen Produkten heute schon gesagt, Wahnsinn, dass es bis ins 2017er Jahr reichen muss, um auf solche Ideen zu kommen. Ja, wir fliegen seit wie vielen Jahren am Mond? Oder angeblich waren wir am Mond oder wie auch immer. Ist lustig, gell? So kleine individuelle Lösungen, wo man einer nachgedacht hat. Prima Sache. Vielen Dank, lieber Dietmar. Gerne. Wir sehen uns, du kannst das gerne anschauen. Ich lasse noch meine Visitenkarte da. Ja. Bis nachher, liebe Zuschauer, aus der nächsten Halle. Ich weiß noch nicht, wo es mich jetzt hintreibt, vom Caravan Salon in Düsseldorf. Servus, bis gleich.